Es ist wieder soweit. Ein neues Projekt beginnt. Was geht ab, Freunde? Heute testen wir zwei Energy Drinks. Die habe ich heute. Das ist 24 Minuten. Das habe ich gestern im türkischen Laden gekauft. Ja, ich weiß nicht. Die haben mir irgendwie gefallen. Da habe ich mir gedacht, warte mal, wenn ich mir doch solche Energy Drinks kaufe, dann mache ich doch einfach ein paar Videos drüber. So, ich fange einfach mal mit dem Goldenen an. Der sieht mir auch ein bisschen ansprechend aus. Also was man an diesem Energy Drink erkennt, es hat ein Herz drauf, was ich in allen anderen Energy Drinks bisher vermisst habe. Also ich habe noch kein einziges. Ich kenne so von Lidl diesen Kong Energy Drink. Ich kenne von Netto kenne ich diese Booster, ja, von Netto, genau, von Netto. Da habe ich mir einfach gedacht, fangen wir doch einfach mal bei den Kenex an, Leute, von den Kenex aus dem türkischen Laden. Da gibt es immer diese hier und die teste ich einfach mal, habe ich mir gedacht, ja. Sind die so gut wie die deutschen oder sind die Kenex Energy Drinks ein bisschen schlechter oder so? Gucken uns einfach das Ding an. Ich habe die noch gar nicht, ich habe noch beide noch nie probiert, Leute. Das war mein erstes Mal, ohne Scheiß, kein Fake. Und was ich mir dann gedacht habe, sind die beiden gleich? Also die Farbe zumindest. Oder sind die Farben unterschiedlich? Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich habe ein Glas dabei, Leute. Da tue ich das dann rein. Also fangen wir einfach mal an. Hot Blood steht da vorne drauf. Ihr seht ja hier, warte, Hot Blood steht da drauf, Leute. Energy Drink mit Taurin. Und hinten... Hinten ist eigentlich alles gleich. Also da steht zum Beispiel, kann man das lesen? So, ja, man kann das ungefähr lesen. Aber nicht so gut, ne? Die Kamera ist nicht so gut. Ich muss mir wohl bald eine neue Kamera kaufen. Es steht einfach, in Nährwertangaben stehen drauf, Brennwert 201 Kilojoule, Fett zum Beispiel 0, Eiweiß und so weiter, Zucker 11 Gramm. Ja, ansonsten, was da schon nichts Großes eigentlich. Niacin ist da drauf. Pantonsäure, Vitamin B6, B12. Ja. So, was ist da noch drauf? Molken erzeugen mit Energiedrink, mit Vitaminen, dies und das. Da steht aber diesmal nicht drauf. Bei den deutschen Energiedrinks steht immer erhöhter Koffeingehalt drauf, was ich hier... Steht nichts drauf. Kein erhöhter Koffeingehalt, oder? Ich bin mir nicht sicher, Digga. Koffeingehalt 32 Gramm. Also 32-100 Milliliter, Freunde. Steht das bei dem anderen auch drauf? Ja, bei dem steht auch 32. Ich habe bei Deutschen immer 64 gesehen. Ist mir auch scheißegal, Bruder. Ich guck's mir jetzt mal an. Guck mir das hier an. Leute, bevor ich... Guck mal, ich mach das auf, kein Fake, Freunde. So, aber ich trinke erstmal. Oh, der ist viel besser wie der von Red Bull. Ich schwöre es dir. So, wir testen das mal an. Ich zeige euch mal das mal hier. So, Bruder. Also, der ist so ein bisschen gelb. Ich weiß nicht, sieht das so ein bisschen nach Pisse aus? Nee, oder? Sieht ein bisschen gelb aus. Gut. Der sieht gut aus. Bisschen gelb. Ich habe gestern den Booster getrunken von Netto. Der war weiß. Warum war der weiß, Digga? Ich weiß es auch nicht, Alter. Die Energy Drinks sind immer so unterschiedlich. Der ist zum Beispiel auch pfandfrei, Leute. Manche Energy Drinks sind mit 25 Cent. Ich weiß es auch nicht, warum der jetzt pfandfrei ist. Habe ich dafür keinen Pfand gezahlt? Naja, was ich auch an diesem Energy Drink so gut finde, Leute, ist, dass er sich von den anderen Energy Drinks ausgrenzt, indem er so gold ist. Ich weiß nicht, man könnte so auch so Dinger draus machen. Also ich habe ein Werbevideo gesehen, da kann man so Roboter damit bauen. Ohne Scheiß. Muss ich mal echt gucken. Kann ich echt weiterempfehlen, glaube ich. Ist ein gutes Energy Drink. Also schmeckt auch richtig gut. So ein bisschen süßlich. Ja, ein bisschen süßlich. Überhaupt nicht nach Red Bull oder so. Also
total ein anderer Geschmack. Kann ich euch weiterempfehlen. Kostet ungefähr so 55 Cent. Also ein sehr billiger Energy Drink. Ich glaube sogar billiger wie der von Netto. Ich kann euch nicht genau sagen. Netto ist, glaube ich, 50 Cent oder so. Plus 25 sind wir schon bei 75, 80 Cent. Also wie gesagt, der kostet nur 55 Cent. Also für diejenigen, die sich sagen, hey Digga, ich will nicht die 25, ihr wisst ganz genau, wenn die meisten schmeißen die 25 Cent Dosen in den Mülleimer und kommt irgendein Straßenmann, ja, und holt sich die Flaschen ab, da sind 25 Cent wieder weggeworfen. Ich bin so der Fan, Leute, ich sage euch mal ganz ehrlich meine Meinung, ich bin so der Fan, ich kaufe mir lieber pfandfreie Dosen, da weiß ich ganz genau, wenn ich den wegwerfe, dass die 25 Cent nicht weggeworfen sind. So, okay, wir machen weiter. So, mit dem anderen, also ich habe ja gemerkt, dass der war ja gelb. Also die gelbe Dose war ja gelb, Freunde, ja. Also die Flüssigkeit. Jetzt gucken wir mal an, jetzt mache ich den hier auf. Das ist ja der Zwillingsbruder. Das ist der Zwillingsbruder, Bruder. Ja. So. Der riecht exotisch, Leute. Der riecht exotisch. Ich guck mal noch mal hin, bevor ich rein. Woanders sind. Das ist Edition Achai. Ich weiß nicht, was ist Achai, Leute. Also ich kann es noch mal zeigen, bevor ich ihn trinke. Da steht Achai. Also bei dem steht Achai und bei dem hier steht gar nichts. Also ist der mit Taurin? Ich weiß auch gar nicht, was Taurin. Doch. Wartet mal. Taurin ist doch. Ist das nicht der Samen von den Kühen? Okay, wir machen weiter. So, Achai. Der schmeckt scheiße. So. Ah, scheiße. Also, der ist so ein bisschen rötlich, Freunde. Der tut mir auch echt leid für die Marke. Also, ich wollte jetzt die Marke nicht beleidigen. Es schmeckt irgendwie nach. Schmeckt bitter, Freunde. Bitter schmeckt der. Richtig bitter. Also der hier, der schwarze. Gut, dass ich den golden am Anfang angetrunken habe. Der schmeckt richtig bitter. Ich kann dann auch nicht genau sagen, ob das Canberry ist oder Erdbeer ist es auf jeden Fall nicht. Irgendwas, irgendeine Hagebutte oder so. Oder ist das Achai? Ist das eine Frucht? Ich weiß es nicht. Schmeckt nicht gut. Ich würde den hier nicht kaufen. Ganz ehrlich. Allein schon in bitterer Energy Drink. Also kein süßlicher Energy Drink. So, ich habe hier Joghurt getrunken. Das trinke ich nicht, Bruder. Das tue ich erstmal auf die Seite. Also ich würde den nicht trinken. Von Hartblatt Edition Achai, Leute. Der ist bitter und ich trinke nichts Bitteres. Ich trinke nur süßliche Sachen. Ja, da steht auch Vitamin C ist drin, Niacin ist drin, Vitamin B6 und B12 und da steht noch drin Pantothensäure. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das daran schuld ist, dass es so bitter schmeckt. Also dieser hier, dieser Hot Blood Achai Edition, ist das vielleicht ein Sonderedition oder so? Ja. Auf jeden Fall, vorne sieht man auch so ein silbernes Herzchen, ja. Außenrum alles schwarz, ja. Vom Muster her würde der mir eher auch zusprechen, aber vom Inhalt her nicht. Aber vom Inhalten her ist der mir doch ein bisschen zu krass, Bruder. Ich kann euch aber diesen echt empfehlen, also den hier. Den kann ich euch empfehlen, schmeckt richtig geil. Mit Taurin und der schmeckt richtig gut. Hat nichts mit Red Bull zu tun, Freunde. Ich würde eher so tendieren, ich würde eher so auf diesen Booster Zero tendieren von Netto. Der vergleichbare Geschmack, richtig gut. Und ja, das war es erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Hoffe, euch hat euch gefallen, meine erste Folge von Energy Drink Tests. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal, euer Hockey. Peace out.